auf Holz gebaut ist schlecht, mit Holz bauen ist immer gut, vor allem mit bayerischem Holz. Darum geht es in meinem nächsten Video. Nachhaltigkeit hat viele Facetten, beispielsweise wenn es bei den Grünen darum geht, neue Windkraftanlagen aufzubauen. Wir von der AfD sehen es deutlich anders. Wir wollen echte Nachhaltigkeit schaffen, beispielsweise beim Bauen. Bayerische Hochschulen, bayerische Firmen sind Spitzenklasse darin, wenn es darum geht, große oder innovative Gebäude aus Holz beispielsweise zu bauen. Und das wollen wir weiter fördern. Leider sind von der Staatsregierung die Fördertöpfe ausgeschöpft worden und nicht groß genug gewesen. Aber gerade jetzt in Zeiten von Lieferkettenengpässen, wo beispielsweise sibirische Lärche in kaum einem Baumarkt in Bayern mehr verfügbar ist, wo kaum mehr Fenster aus Lärche verfügbar sind auf dem Markt, merkt man, wie eng es wird. Wir wollen bayerisches Holz wieder auf den Bau bringen. Wir wollen, dass bayerische Häuser aus bayerischem Holz entstehen. Und dafür braucht es mehr Forschung, beispielsweise an der Technischen Hochschule in Rosenheim, die wir da mit diesen Fördergeldern besser ausstatten wollen.